Es ist ein geringeres Übel, diejenigen auszugrenzen, die sich noch nicht impfen haben lassen. Es ist die richtige Zeit für die Erstimpfung oder die spätestmögliche Zeit für die Erstimpfung und die richtige Zeit für die Drittimpfung. Ich bin sehr froh, dass wir Demonstrationsfreiheit haben, dass wir das Recht dazu haben. Aber im Letzten wird uns nichts davon abhalten können, strengere Maßnahmen zu ergreifen. Es ist ein ungemütliches Leben, aber selbst Lockdown überlebt man. Wenn dieses Mittel notwendig war, dann war es das richtige Mittel. Der Papst ruft dazu auf, es ist eine moralische Christenpflicht, sich impfen zu lassen. Für die Gegner wird es hart bleiben. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler66, Stunde der Wahrheit. Ja, so starte ich eigentlich in der letzten Zeit immer meine eigenen Videos und ich wollte eigentlich heute am 29. November montags keins aufnehmen. Ich hatte letzte Woche es nicht geschafft und ich weiß auch noch nicht, ob ich jetzt eine Lesung mache. Das hängt ein bisschen davon ab, wie es geht, weil im Augenblick sind meine Gedanken nicht ganz bei der Sache, weil ich brauche eigentlich eure Hilfe in der Form von Gebeten. Und zwar nicht nur für mich, sondern vor allen Dingen für meine Mutter. Nun, das ist ja jetzt ein neues Video der Impfquisition. Und der Gerald Gebensleben, der hat sich eine irre Arbeit gemacht, ein ganz tolles Papier, naja, da komme ich gleich zu, vorzubereiten. Und das wollte ich jetzt lesen. Wird das ein Teil heute, werden das zwei Teile. Ich weiß nicht, wir werden sehen. Aber wie gesagt, eigentlich bin ich gar nicht in der richtigen Stimmung, eine Aufnahme zu machen, weil ich, oder besser gesagt meine Mutter, eure Gebete brauchen. Aber ich möchte anfangen, da das ja Impfquisition-Video ist, um eine, ja, fast Anklage zu machen an die Menschen, die sich Doktoren nennen. Also man spricht ja von dem Doktor, wo man regelmäßig hingeht, der einen einigermaßen untersucht, der einen kennt, spricht immer vom Hausdoktor. Also zumindest hier in Belgien, ich weiß gar nicht, in Deutschland ist das, glaube ich, derselbe Titel. Ne? Merkwürdig, ne? Weil mein Haus braucht keinen Doktor und sicher keinen der Medizin. Außerdem habe ich kein Haus, ich wohne in einer Mietwohnung. Aber mit meiner Mutter zusammen. Aber der Punkt ist der folgende. Wir haben heute, wie gesagt, den 29. November. Jetzt muss ich mal eben denken. Die Woche davor hatten wir also dann Donnerstag, den 28, 27, 25. Die Woche davor hatten wir den 18. und die Woche davor hatten wir den 11. So, also um den Zeitpunkt herum, 13., 14., das Wochenende, hatte meine Mutter Magenschmerzen. Das hat sie öfter, das sind wir schon gewohnt. Sie auch. Deswegen hat sie solche Magentabletten, die ein bisschen die Säure runterfahren und die ihr ganz gut helfen, die nicht allzu giftig sind. Und alle paar Wochen, wenn sie am Wochenende sich nicht gut fühlt, nimmt sie da ein paar Tabletten von, dann ist wieder alles in Ordnung. An dem Wochenende war das ein bisschen anders. Die Schmerzen waren ein bisschen da. Die Tabletten hatte sie genommen oder wollte sie nehmen, das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, am Wochenende ging es noch, aber dann die Tage in der Woche drauf war es schlimmer und nicht irgendwie im Schmerzen, sondern dass sie anfing, sich zu übergeben. Und das war sogar so schlimm, dass sie teilweise nachts gar nicht mehr hat schlafen können. Und dass sie immer Galle gespuckt hat. Und ihr wisst, wenn ihr das selber mitgemacht habt, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Galle ist ungefähr der bitterste Stoff, den man auf dieser Erde haben kann. Und wenn man den ständig hochwirkt, dann geht es einem wirklich nicht gut. Aber wir sind halt nicht die Leute, die direkt zum Arzt laufen. Am liebsten überhaupt nicht. Aber lässt sich ja in der Hinsicht nicht verändern. Wir haben hier in der Parallelstraße, also auf der Hauptstraße, haben wir einen Arzt, wo wir regelmäßig hingehen, weil meine Mutter ein paar Medikamente einnehmen muss, weil sie ja vor einiger Zeit Stents gesetzt gekriegt hat. Also künstliche Adern, um die Durchblutung im Bauch und ins Bein und sowas zu fördern. Lange Vorgeschichte. Will ich auch gar nicht so intensiv drauf eingehen. Jedenfalls haben wir uns dann den einen Donnerstag gedacht von, tja, also es wird und wird nicht besser, da fragen wir doch mal den Doktor, ob der vielleicht eine Abhilfe weiß. Dann haben wir den kommen lassen.
Der hat sie sich angeguckt, den Magen abgeklopft, alles drum und dran, hat sich die ganze Geschichte erzählen lassen. Er kennt auch, muss ich dabei sagen, obwohl wir hier in Belgien leben, er kennt die Vorgeschichte meiner Mutter in Deutschland. Oder sollte sie zumindest kennen, muss in der Akte drin stehen. Und meine Mutter hatte in 2009 ein Magengeschwür, sie hatte davor schon mal Magengeschwür, aber in 2009 hatte sie einen Durchbruch, musste operiert werden. Ja? Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Und der Doktor hat uns da eine Tablette vorgeschrieben, also eine Packung, und meinte, ja, heute am Donnerstag müsst ihr noch eine von nehmen, ab morgen dann drei. Dann hat er Blut abgenommen und dann ist er gegangen. Am nächsten Tag hatte ich einen Termin für meine Weine beim Kunden, das war am 19.11., Freitag. Und 10 Minuten bevor ich losfuhr, ich fahre da eine gute Stunde hin, 10 Minuten bevor ich losfuhr, rief er mich an und sagte von, ja, Herr Glissmann, ich habe das Blutbild Ihrer Mutter, das Resultat schon hier. Die weißen Blutkörperchen sind erhöht, Lymphozyten oder was, ich kenne die ganzen Spezialausdrücke nicht, außer ich lese sie irgendwo, ich weiß das jetzt auswendig nicht. Und das weist auf eine Infektion hin. Und er meinte, es wäre eine bakterielle Infektion, also kein Virus. Ja. Ob es Virus überhaupt gibt, dazu mehr in dem Buch der Viruswahn, aber eine andere Sache. Er meinte, es wäre eine bakterielle Infektion der Galle, und der Leber. Und er würde ihr jetzt Antibiotika vorschreiben. Und diese Antibiotika müsste sie jetzt an dem Freitag einmal und danach jeden Tag 3 Tabletten nehmen, und zwar so lange, bis die alle sind. Das ist, glaube ich, für 10 Tage oder so. Aber wenn es ihr innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden, also übers Wochenende hin, nicht besser ginge, dann müsste sie ins Krankenhaus zur Notaufnahme und einen Scan machen lassen von Galle, Magenraum, alles drum und dran, dass man da sich mal reinschaut. Meine Mutter nimmt also die Antibiotika. Und gleich am Samstag, wo sie drei genommen hat, ging es ihr besser. Am Sonntag konnte sie wieder ein bisschen was essen und die Woche drauf auch wenig. Mal eine Suppe hier, mal eine Scheibe Brot da, mal ein Stück Obst hier und da, aber wirklich nicht viel. Aber sie hat halt ein bisschen was gegessen und auch was getrunken und konnte es beibehalten. Bis am Donnerstagnacht, also letzte Woche Donnerstagnacht, sie wieder anfing, sich zu übergeben. Morgens hat sie dann trotzdem nochmal die Antibiotika-Tablette genommen, die sie dann gleich wieder ausgespuckt hat. Also, das hat keinen Sinn mehr. Und ich habe gesagt, oh ja, so schlecht, jetzt müssen wir ins Krankenhaus. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, die Notaufnahme. Wir haben ja hier das große universitäre Krankenhaus in Belgien, in Leuven. Da sind 10.000 Mitarbeiter. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist eine Stadt an sich schon fast das Ding. Wir sind dahin in die Notaufnahme und es hat 5 Stunden gedauert, bis sie meine Mutter dann endlich mitgenommen haben, um diesen Scan zu machen. Und dann konnte ich auch nicht mehr mit, dann bin ich nach Hause gefahren. Und dann hat die Ärztin mich angerufen gegen, ich weiß nicht, 6 Uhr abends oder sowas, nachdem ich gerade zu Hause angekommen war, oder 5 Uhr abends, zwischen 5 und 6 Uhr abends, als ich zu Hause war. Und sagte, ja, Herr Glissmann, Ihre Mutter hat gute Blutwerte und die weißen Blutkörperchen, die Meinung Ihres Arztes kann ich da gar nicht teilen. Sagt, wir haben einen Scan gemacht und wir haben festgestellt, dass Sie von früheren Operationen, deswegen sage ich die Magenoperation 2009 oder aber auch spätere Operationen, wo sie hier in Belgien nochmal diese Stents gesetzt bekommen hat, das war 2012, 2014 und 2017, glaube ich, weil sie hat erst Plastikstents gekriegt, die hat der Körper abgestoßen. Dann hat sie welche bekommen aus Schafmaterial, also tierischem Material von Schafen, das hat der Körper auch abgestoßen. Und dann hat sie menschliches Spendenmaterial bekommen, also Venen, Adern von menschlichem Ursprung, und die hat sie jetzt immer noch drin. Und deswegen muss sie auch eine bestimmte Tablette nehmen, die eigentlich Cholesterol sinkt. Mit Cholesterin haben wir kein Problem, weil wir ja vegan leben. Aber eine Nebenwirkung, und ihr wisst ja, was Nebenwirkungen sind inzwischen, ne? Das sind ja unbeabsichtigte Haupteffekte einer Medizin. Also eine Nebenwirkung dieser Cholesterintabletten ist, dass man eben die Blutbahn weich hält, ne? Also dass die von innen, dass die nicht verhärten, sondern dass die gut bewegbar, dehnbar und gut, ja, gut in Funktion bleiben. Und der Punkt, auf den ich jetzt hinaus wollte, die Ärztin sagte, bei Operationen hinterbleiben Narben. Und zwar natürlich, wir wissen das einerseits natürlich, wenn ich die Haut aufschneide, äußerlich, aber es gibt auch innere Narben. Operationsnarben im Innern. Wenn man im Körper irgendwas aufschneidet und da irgendwas dran rum
macht, dann verheilt das wieder und das kann eben auch zu Narbenbildung führen. Und was war bei meiner Mutter passiert? Entweder bei der Operation 2009 oder bei den späteren hier mit den Stents in Belgien, das weiß ich jetzt noch nicht, das ist im Grunde auch nicht wichtig, sind Narben entstanden. Und diese Narben haben ihre Därme umschlungen. Und stand, was ich heute weiß, ich habe heute mit dem Doktor gesprochen, ihren Dünndarm abgeschnitten. Da ging nichts mehr durch. Ja, das ist aber eine Sache, das hat man erkennen können, wie die Ärztin mir am Freitagabend sagte, als sie mich anrief. Das hat man erkennen können auf dem Scan. Sagt, deswegen müssen wir operieren. Und in derselben Nacht um 1 Uhr nachts, also von Freitag auf Samstag, 1 Uhr nachts, wurde meine Mutter operiert. Dann habe ich bereits am nächsten Morgen angerufen, dann gegen 11 Uhr oder was, dann war sie aufgewacht, dann konnte sie schwach sprechen, war alles gut, fühlte sich schon viel besser. Ich rufe sie jeden Tag ein paar Mal an, ob ich ins Krankenhaus überhaupt gehen kann da. Das weiß ich nicht, das muss ich mal checken, weil das gibt ja jetzt mit dieser Corona-Agenda Zugangsbeschränkungen, wenn man kein Covid-Safe-Ticket hat. Und da ich mich nicht testen lasse, nicht geimpft bin und nicht genesen bin, sondern einfach nur ein gesunder Mensch bin, komme ich vielleicht gar nicht ins Krankenhaus rein. Also ich rufe meine Mutter ein paar Mal täglich an. Aber um den Punkt jetzt loszugehen, sie hat eine Sonde bekommen in den Magen, sie hat eine Sonde bekommen zum Abführen des Urins und sowas. Und dann hat sie noch sowas in den Hals bekommen, das ist auch nicht besonders schön. Na, also jedenfalls, sie kann sprechen, alles zu schlucken und so weiter. Die Sonden wurden jetzt auch rausgenommen, die meisten. Aber worauf ich jetzt hinaus will, ist Folgendes. Als sie im Krankenhaus im Scan war, dann konnte man auf dem Scan sehr gut diese Narben erkennen und erkennen, was diese Narben mit ihrem Darm machten und gesehen, man muss operativ eingreifen. Mensch, flämisch immer hier zwischen. Man muss operativ eingreifen. Und das hat man dann ja auch gemacht. Weshalb ich das jetzt sage, hat zwei Gründe. Erstens ist meine Mutter noch sehr schwach und wird wahrscheinlich noch eine Woche im Krankenhaus liegen bleiben. Und deswegen bitte ich, weil das Video heute Abend veröffentlicht wird, bitte ich ernsthaft um eure Gebete für meine Mutter, dass es ihr wieder gut geht. Die Frau ist 75 und hat noch viele schöne Jahre vor sich, die wir in Gesundheit miteinander verbringen können, weil wir haben sonst ein gutes Immunsystem, naja, bis auf meine Krankheit. Und wir ernähren uns gut und alles drum und dran. Und wir haben Spaß am Leben, sicher mit unseren beiden Hunden. Ja, das sind für uns die Lichtblicke in diesem Leben. Wie sagt meine Mutter immer, den Spruch, den sie mal irgendwo aufgegriffen hat, weil der kommt nicht von ihr, aber sie sagt ihn öfter, wer die Menschen kennt, der liebt die Hunde. Naja, ich mache mal bei ein paar Menschen eine Ausnahme, aber nur bei ganz wenig und vor allen Dingen bei Jesus Christus. Und ansonsten gebe ich ihr vollkommen recht. Ja, Hunde lieben ohne bedingungslos. Ja, unprejudiced. Ja, Entschuldigung, diese Meldung kommt hier immer rein, weil ich mein Internet anhabe. Das brauche ich, weil ich euch was zeigen möchte. Dann mache ich das jetzt. Ach, Mensch, nochmal. Ja, ich war den ganzen Tag nicht hier. Ich habe meine Google-Meldung nicht geguckt und dann kommt so ein Mist. Entschuldigung für die Störung. Also, was wollte ich jetzt sagen? Ich möchte euch bitten, wenn ihr das dann gerne machen möchtet, für meine Mutter zu beten, dass es ihr wieder gut geht und dass sie so schnell wie möglich aus dem Krankenhaus rauskommt. Aber ich bin vor allen Dingen, als ich mit der Ärztin am Freitag gesprochen habe, da war ich schon stinkig und dann sicher nach der Operation, da bin ich an die Decke gegangen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, aber warum gehst du denn an die Decke, Jörg? Das kann ich euch sagen. Ärzte, und jetzt spreche ich nicht von denen da im Krankenhaus, die haben meiner Mutter ja geholfen. Die haben richtig diagnostiziert, die haben dann die richtigen Schritte unternommen, wovon eben die Operation halt. Aber der Hausarzt, der sogenannte, der hier an der Parallelstraße sitzt, wo wir hin müssen, um uns regelmäßig die Tabletten auf Rezept geben zu lassen, die sie haben muss, eben wegen dieser Stents. Ne? Deswegen haben wir überhaupt einen Hausdoktor so genannt. Sonst hätten wir gar keinen. Da muss ich mir jetzt einen neuen suchen. Weil ich bin so an die Decke gegangen. Als der hier nach Hause kam, meine Mutter untersucht hat, und er ist schon ein paar Jahre unser Familienarzt, unser Hausdoktor zwischen Anführungszeichen, kennt ihre Vorgeschichte, sieht meine Mutter, sieht, wie sie leidet, sieht, wie sie spuckt. Sie hat sogar gespuckt, als sie hier war.
kennt, wie gesagt, ihre Vorgeschichte, alles drum und dran und sagt, das ist eine bakterielle Infektion, schreibt diese Antibiotika vor, den Tag dann drauf, ne? Also als er hier war, die normalen Tabletten erstmal, wofür die sind, das ist völlig wurscht, in demselben Zusammenhang. Und am nächsten Morgen schreibt er, am nächsten Nachmittag schreibt er dieses Pferdemittel, diese Antibiotika vor. Und Antibiotika haben das Problem, sie sind antibiotisch, ja? Also gegen Bio, gegen gesund. Ja? Antibiotika sind gegen Gesundheitstabletten eigentlich, weil die töten alle Bakterien, da wo sie eingesetzt werden. Das ist genau wie Chemotherapie, die tötet alle Zellen, nicht nur die kranken Krebszellen, sondern andere Zellen auch. Deswegen ist Chemotherapie für viele Menschen nicht möglich zu überleben. Deswegen ist Chemotherapie nicht wünschenswert. Und auch Cortison sollte man nicht nehmen. Außer ein paar bestimmte, zwischen Anführungszeichen, Beiwirkungen, ist Cortison dasselbe wie Chemotherapie. Und Antibiotika ist eigentlich auf demselben Level. Der einzige Unterschied ist, uns wird verkauft, dass man Antibiotika gegen Bakterien gebraucht und halt Chemotherapie und solche Sachen gegen Viren, zwischen Anführungszeichen Viren, wenn es die Viren denn überhaupt gibt. Anderer Punkt, ob es die Viren überhaupt gibt. Da will ich jetzt hier in diesem Video gar nicht drüber sprechen. Das machen wir an anderer Stelle. Aber der Doktor schreibt ihr also verschreibt ihr diese Tabletten. Am Tag darauf verschreibt er ihr dieses Pferdemittel Antibiotika. Er weiß, dass meine Mutter körperlich geschwächt ist, weil sie Tage nichts mehr gegessen oder getrunken hat, weil sie sich ständig nur mit der Galle übergibt. Also da muss ich ja, das weiß ja jedes Kind, dass der Mensch dann geschwächt ist. Und trotzdem schreibt er ihr dieses Pferdemittel vor, sagt dann, wenn das nicht innerhalb von 2 Tagen besser ist, dann sollten wir ins Krankenhaus gehen. Es hat aber Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch bis Donnerstagabend, also Freitag gebraucht, 6 Tage gebraucht, bis wir in die Klinik gingen, weil es davor ging es einigermaßen gut. Aber jetzt nicht, weil die Antibiotika gearbeitet haben. Warum genau, wissen wir nicht, weil das hat ja nicht, die Antibiotika haben ja nichts damit zu tun, mit den Narben um den Darm geschlungen, um das Problem zu lösen. Manchmal ist der menschliche Körper eben ein Mysterium, und sicher für Leute, die keine Medizin studiert haben, wie meine Mutter und ich. Aber wir haben noch logischen Menschenverstand. Und mein logischer Menschenverstand hat mich ausflippen lassen. Ich habe rumgebrüllt am Wochenende. Ich habe meine Kunden angeschrien im Taxi. Also die, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe. Und zwar angeschrien auf eine positive Art. Weil ich bin halt leidenschaftlich. Das wisst ihr ja von meinen Videos. Die Pferde gehen mit mir durch, wie man so schön sagt. Ich bin halt so. Ich halte mich nicht ein. Ich kann mich nicht einhalten. Ich will mich auch nicht einhalten. Na, jedenfalls, um auf den Doktor zurückzukommen. Der verschreibt also die Tabletten, dann verschreibt er die Antibiotika, dann gehen wir ins Krankenhaus und aufgrund dieses Scans, der gemacht wird, wird direkt eine richtige Diagnose gestellt und dann wird die Behandlung eingeleitet, in diesem Fall eine Operation. Was verweise ich jetzt, also was werfe ich jetzt dem Quacksalber hier vor, der sich unser Hausarzt nennt, dass er aufgrund seiner Vermutungen und wahrscheinlich seiner pharmazeutischen Ausbildung, anders will ich das nicht nennen, seines pharmazeutischen Trainings erstmal Medikamente vorschreibt, wo er ordentlich dran verdient, ohne eine vernünftige Diagnose gestellt zu haben. Als wir jetzt in das Krankenhaus gegangen sind, da haben die ja meine Mutter auch nicht gleich mit Medikamenten vollgeschmissen, sondern haben gesagt von nein, wir nehmen erstmal jetzt ein Röntgenbild, das war für ihre Lunge, weiß ich jetzt nicht, warum sie das brauchten, werden sie wohl ihren Grund für haben, ein Röntgenbild, ein Bild des Oberkörpers als Röntgen und dann nehmen sie einen Scan und mit dem Scan haben sie dann ja die Narben erkannt. Das heißt, die haben sich die Mühe gemacht, wirklich eine Diagnose zu stellen und dann nach der Diagnose die richtigen Maßnahmen einzuleiten, in diesem Fall die Operation. Und das muss ein Hausarzt zwischen Anführungszeichen auch machen. Er muss diagnostizieren und dann muss er behandeln. Und dieser Kurpfuscher hier, der hat behandelt aufgrund einer Vermutung, ohne eine Diagnose zu haben, weil er wusste gar nicht, was los war. Er sagte, ich vermute, das ist eine Bakterieninfektion. Wir haben noch zu ihm gesagt, wo sollen wir die denn her haben? Meine Mutter und ich, wir essen beide ungefähr dasselbe. Wir kaufen jedenfalls im selben Laden ein. Meine Mutter bereitet mir viel Essen, was sie selber nicht mit isst, aber das ist eine andere Sache. Wir gehen nicht irgendwo in Restaurants, sie geht nicht auf öffentliche Toiletten, sie sitzt ja auch im Rollstuhl. Wo soll sie denn eine bakterielle Infektion aufgelaufen haben, von dieser Schwere?
konnte er uns keine Antwort drauf geben. Natürlich nicht. Das war es ja auch nicht. Und die Moral von der Geschichte ist eigentlich folgendes. Man hat so einen Arzt, zu dem man geht, dem man im Grunde auch mehr oder weniger vertraut. Ich sage extra mehr oder weniger, weil Ärzten vertraut habe ich noch nie. Schon gar nicht den hier, vor allen Dingen mit seinem Kollegen, da habe ich sowieso ein Problem, der Dr. Pill, der Dr. Rumbaut, der jetzt bei uns war, okay. Und dann dachte ich, okay, der Dr. Pill, mit dem habe ich sowieso schon länger ein Problem. Die pushen sowieso jedes Mal, außer jetzt die letzten Male, wo wir da waren, immer, oh, sind Sie schon geimpft hierfür? Sind Sie schon geimpft dafür? Also, ne? Ihr wisst schon, was für Leute das sind. Muss man gar nicht mehr viel sagen. Und ich habe also ein Problem damit, dass Doktoren bei Menschen an ein Haus kommen und dann, sicher wenn die in einem solchen geschwächten Zustand sind, solche starken, also Pferdemittel verschreiben, ohne vorher eine vernünftige Diagnose zu erstellen. Ich will mal sagen, was mich wirklich so sauer macht. Der Doktor, der hätte meine Mutter fast auf dem Gewissen. Weil durch die Tabletten ist überhaupt nichts an der Ursache verändert worden. Er wusste nicht mal, was die Ursache ist. Aber diese Antibiotika töten sowohl ihre guten als ihre schlechten Bakterien, wenn es denn die schlechten Bakterien da gibt, die zwischen Anführungszeichen schlechten Bakterien im Darm, dass das der größte Teil des Immunsystems des Menschen ist. Weil im Darm werden viele Dinge detektiert, die für den Menschen nicht gesund sind. Und werden dann in die richtigen Wege geleitet, um herausgefiltert zu werden und nicht angenommen zu werden. Also man kann jetzt da verschiedener Meinung sein, ich habe das auch noch nicht richtig tiefgehend mir angeschaut, aber der Darm ist anscheinend ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Immunsystems. Und gerade dieser Darm wird mit Antibiotikatabletten angegriffen bei einem geschwächten Körper, ohne dass ich vorher eine Diagnose stelle. Und das hat mich ausflippen lassen. Und deswegen setze ich mich heute doch ans Mikrofon. Wie gesagt, ich habe eigentlich gar nicht die Zeit. Ich muss dringend hier die Wohnung putzen, nachdem ich jetzt die Hunde abgefüttert hatte. Die haben zumindest gut gefuttert. Wir sind schön spazieren gegangen und alles drum und dran. Und jetzt müsste ich hier eigentlich ein bisschen sauber machen. Und dann müsste ich mich dran machen, mal was zu essen zu machen für mich heute Abend. Aber ich dachte, nein, ich möchte das mit meiner Mutter jetzt taufrisch erzählen. Und vor allen Dingen, ich möchte es nicht nur erzählen. Ich möchte vor allen Dingen diejenigen, die diese Videos schauen und die mit mir Brüder und Schwestern in Christus sind, bitten, für mich und vor allen Dingen für meine Mutter zu beten, dass das in Ordnung kommt. Weil ihr wisst ja, in der Bibel steht geschrieben, the prayer of a righteous man availeth much. Das heißt auf Deutsch so viel wie, das Gebet des aufrichtigen Menschen erreicht viel oder bewirkt viel. Und solche Gebete kann meine Mutter im Augenblick sicher gebrauchen. So, das war der Punkt, der mir sehr auf der Leber lag und den ich unbedingt loswerden wollte. Und jetzt gehen wir dann noch mal kurz in die Lesung, eine Arbeit, wo sich der Gerald hingesetzt hat, dass es mir schon fast leid tut, aber dem kann ich mich, ich kann mich da auch nur so wahnsinnig viel bedanken, dass er sich diese ganze Arbeit macht. Schaut mal, das ist hier ein PDF, das heißt Beilage E zum November-Flugblatt der Impfgegner von 1879. Ja. Das hat 4 Seiten, jeweils doppelt bedruckt, wie ihr seht. Und ihr seht, die Qualität dieser Schrift ist einfach Mist. Wenn ich mich wirklich schwer konzentriere, dann könnte ich das lesen, aber es ist vom Kontrast her und vom Druck alles ist irgendwie schwer. Und was macht der Gerald? Setzt sich mit seiner Frau hin und tippt das ab. Und dann sieht das so aus. Und das kann ich jetzt gut lesen. Und das Thema dieser Beilage E vom zum November-Flugblatt der Impfgegner von 1879 hat als Überschrift die Medizinermystik in den Stigmatisierten der Pockenimpfungen vom 17. Jahrhundert. Das heißt, es geht um Impfungen und es geht um die Impfungen, die damals ganz groß in der Welt waren, vor allen Dingen in Europa natürlich, die sehr, sehr viel durchgeführt wurden. Da ging es um die Pocken, ja? Die Blattern, wie man sie auch nennt. Und das ist ja auch ein Thema in dem Buch Der Impfspiegel. Das ist auch ein Thema in dem Buch Die Medizin-Jesuiten, da, was ich lese. Da sprechen wir immer über die Impfpocken, weil das sind ja die alten Bücher und damals hat man eben hauptsächlich über die Pocken geimpft. Und später im 20. Jahrhundert kamen noch andere Krankheiten dazu, wo man meinte, die mit Impfungen bekämpfen zu müssen, wie zum Beispiel Polio, Gelbsucht da, Hepatitis, AIDS natürlich, ganz interessantes Thema in dem Buch Der Impfwahn von Dr. Köhnlein. Also da kamen dann später andere Dinge dazu, aber im 17., 18., 19. Jahrhundert waren es vor allen Dingen die Pocken. Ja.
Und der Ursprung der Pocken, alles drum und dran, da lesen wir auch noch drüber. Aber dieses Buch von dem, oder dieses Schreiben, diese Beilage zum November-Flugblatt der Impfgegner von dem Herrn Eutmann, den ich euch gleich erstmal vorstellen möchte, na, das ist der hier, der Dr. H. Eutmann, dessen Name hier steht, das Papier von ihm hier beschäftigt sich vor allen Dingen auch ein wenig mit dem religiösen Hintergrund hiervon. Und es sind ja viele Leute da, die glauben nicht unbedingt, dass Politik und Religion etwas miteinander zu tun haben. Na, die sollten warten bis zum 11. Dezember. Da habe ich gerade das Video hochgeladen von Verschwörungen, den nächsten Teil. Das ist, glaube ich, der 10. Teil oder sowas, den ich mit Michael oder den Michael mit mir aufgenommen hat, muss man ja sagen, weil Michael ist da ja federführend, macht die ganzen Untersuchungen. Und das haben wir genannt. Wie haben wir das denn genannt? Jetzt wird der Titel entgangen. Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Hier spielt Religion in der Politik eine Rolle. Das ist die Frage. Das sind wir jetzt in der Inquisition. Spielt Religion in der Politik eine Rolle? Spielt Religion in der Medizin, in der Medizinlehre eine Rolle? Ja, die Frage kann man eigentlich noch ausweiten und kann sie auf das ganze Leben ausweiten und kann sagen, spielt Religion eigentlich in jedem Gesichtspunkt unseres Lebens eine Rolle? Meine Antwort dazu ist ja. Die eines jeden bibelgläubigen Christen wird ja sein. Die Antwort von vielen anderen Menschen ist nein und oftmals ist sie nein A, weil sie es nicht glauben oder B, weil sie keine Ahnung haben und C, weil sie es nicht untersuchen wollen und D, weil sie nicht interessiert. Aber uns interessiert das Thema und wir wollen in diesen Sendungen besprechen, wie die Impfungen in die Welt gekommen sind und was für einen Hintergrund die haben. Und das ist ein Hintergrund, den hört ihr nicht auf RTL-Nachrichten im deutschen ersten oder zweiten Fernsehen. Den lest ihr nicht in der Bild-Zeitung, in der FAZ, im Handelsblatt, im Blick und was war in die alles, wie die alle halten. Das lest ihr nicht in den Mainstream-Medien, wie man das nennt. Ja, ich mag diese ganzen englischen Ausdrücke immer nicht. Also in den Massenmedien, in den kontrollierten Massenmedien, da lest ihr sowas nicht. Da erzählen die euch das nicht. Die meinen wahrscheinlich auch, es hat vor 2021 keine Bücher auf der Welt gegeben, weil sie zitieren immer nur neue Werke. Irgendwas Altes interessiert nicht, schon gar nicht, wenn es aus dem 17. oder 18. oder 19. Jahrhundert ist. Und das ist bei mir anders. Als Historiker, der die Historie nimmt und sie dann misst an den Prophezeiungen der Bibel, interessiert mich so etwas schon. Und viele alte Bücher, die geschrieben wurden, beinhalten sehr viel Wahrheit. Nun, nicht alles, was vor 200 Jahren geschrieben wurde, ist wahr. Genauso wenig wie nicht alles, was heute geschrieben wird, wahr ist. Man muss immer unterscheiden. Aber zum Unterscheiden hilft dann eben die Bibel. Und wenn ich dann ein Werk habe, das gemessen an der Bibel die Wahrheit spricht, was logisch aufgebaut ist, was verifierbar, also nachvollziehbar ist und auch mit Quellen versehen ist, und zwar mit guten Quellen, mit vernünftigen Quellen, da wird es dann interessant. Und dann kann man sich natürlich da irgendwann mal ein Bild von formen. Und so wie halt Religion in der Politik eine ganz wichtige Rolle spielt, spielt auch Religion in der Medizin eine ganz wichtige Rolle. Und da hat der Dr. Eutmann ein Papier drüber geschrieben und das wollen wir uns heute anfangen durchzulesen, nachdem wir den Dr. Eutmann erstmal kennengelernt haben. Ich habe mir hier auf Wikipedia den Mann aufgemacht. Der wurde geboren am 23. Juli 1833 in Linnich und ist gestorben am 3. September 1890 im selben Ort. Nun, das, was hier oben steht, interessiert mich nicht, das lassen wir mal eben weg. Ich habe das hier blau hinterlegt. Was interessant ist für uns, wo wir uns mit beschäftigen wollen, den Link gebe ich euch aber auch gerne in die Beschreibungsbox des Videos mit, da könnt ihr da gerne nochmal nachlesen. Heinrich Eutmann war weiterhin neben seiner Tätigkeit als Unternehmer auch als Landarzt in Linnich und Umgebung tätig. Ihr wisst, vorlese jetzt, das ist Wikipedia, ne? Und ihr wisst, wie ihr Wikipedia verstehen müsst, ne? Die sprechen die Wahrheit nach der Auslegung des Teufels und nicht nach der Auslegung des Gottes im Himmel, Elohim. Ja? 1886 äußerte er in einer Eingabe an den Reichskanzler und in zwei Ausgaben seiner Zeitschrift Der Impfgegner nicht belegbare Vorwürfe gegen Robert Koch und den Direktor des Kaiserlichen Gesundheitsamts, aufgrund derer ihm am 4. Januar 1887 die Strafkammer des Landgerichts in Aachen wegen Beleidigung zu 200 Mark Geldstrafe und Übernahme der Verfahrenskosten verurteilte.
Nicht belegbare Vorwürfe gegen Robert Koch. Ich weiß nicht, was das war. Ich habe auch keine Lust, das zu recherchieren. Ich weiß nur, wenn man irgendwas Robert Koch vorwerfen soll, dann müsst ihr das Buch Viruswahn lesen. Dort sind dokumentierte Vorwürfe gegen Robert Koch, die gerechtfertigt sind. Der war ein Betrüger, genau wie der Louis Pasteur. Robert Koch war ein professioneller Betrüger, der seine Seele verkauft hat für viel, viel Geld und Ruhm. Das sage ich jetzt. Und wenn mich dafür einer anklagen will, bitte. Ab 1892, fährt der Artikel fort, war er amtlicher Impfarzt. Veröffentlichte Studien zur Epidemiologie der Pocken und zur Impffrage. Eutmann trat als Impfgegner auf und behauptete, dass die Pocken durch Schafswolle und daraus hergestellte Lumpen übertragen würden. Damit seien nicht Impfungen für den Rückgang der Pockenfälle verantwortlich, sondern der seinerzeit zurückgehende Lumpenhandel. Dass es da noch andere Gründe für gibt, aber dass das tatsächlich durch Tiere übertragen wird, entweder ihr Schafe oder Kühe, da werden wir in anderen Sendungen, siehe Impfspiegel, siehe das Jesuitenbuch über die Pflasterpfaffen und so weiter, da werden wir dann noch drauf eingehen. Das ist jetzt hier nicht der Zeit oder der Ort, um das zu machen. Jedenfalls ist das ein wenig die Geschichte von dem Herrn Eutmann, die ich euch gerne mitgebe. Und jetzt wollen wir mal eben in das Buch rein. Ja, übrigens, ich habe mir hier dieses Bild rausgesucht, um nebenbei hier so ein Bild zeigen zu können. Liebe Aluhüte, wollt ihr also das Kaiserreich zurück? Also erstens, ich bin kein Aluhut, von daher spreche ich, fühle ich mich damit nicht angesprochen. Und im Kaiserreich gab es halt dieses Reichsimpfgesetz. Und damals wurde also gesagt, wer sich der Impfung verweigert, zahlt 50 Mark oder tritt eine Gefängnisstrafe von 3 Tagen an. Heute wäre es wahrscheinlich sowas von 500 Euro und eine Gefängnisstrafe von 3 Monaten, um das mal auf 2021 zu machen. Und mir wäre es ehrlich gesagt egal, dann müsste ich halt so lange ins Gefängnis. Deswegen lasse ich mich trotzdem nicht impfen. Ja, im Zwang hin oder her. Ein anderer kurzer, interessanter Punkt vielleicht, den wir hier in dem Wikipedia-Artikel noch mal ganz kurz hervorheben wollen, ist, 1886 äußerte er sich in einer Eingabe an den Reichskanzler und in 2 Ausgaben seiner Zeitschrift der Impfgegner nicht belegbare Vorwürfe gegen Robert Koch. Das heißt, er hat 1886 an den Reichskanzler geschrieben. Und wir dürfen nicht vergessen, das Impfgesetz, das Impfzwanggesetz wurde 1874 in Deutschland erlassen. Wer war denn 1874 in Deutschland Reichskanzler? Bismarck. Bismarck, der so gesagt, das protestantische Deutsche Reich, das zweite, ne, nach dem 1000-jährigen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, das zweite Deutsche Reich gegründet hat, das 1918 mit der sogenannten Weimarer Republik abgeschafft wurde und dann nachgefolgt wurde von dem sogenannten Dritten Reich zwischen 33 und 45. Und heute leben wir dann sozusagen im Vierten Reich in der Bundesrepublik Deutschland oder wie immer man dieses Staatengebilde dann nennen will. Der Punkt ist, Bismarck, den ich selber und den auch viele andere oftmals sehr positiv empfunden haben, war derjenige, der Deutschland das Impfzwanggesetz gegeben hat. Bismarck war auch derjenige, der, weil er den Kulturkampf mehr oder weniger mit dem Papst aufgegeben hat, das Sozialversicherungssystem in Deutschland eingeführt hat. Und das Sozialversicherungssystem ist ein teuflisches System, damals wie heute. Wahre Christen haben kein weltliches Sozialversicherungssystem. Wem ich das erklären muss, der ist in dieser Lesung fehl am Platze. Aber das sind Dinge, da hat der Bismarck eben mit gezeigt, also an ihren Taten werdet ihr sie erkennen, da hat der Bismarck ganz deutlich gezeigt, nach wessen Fiedel er tanzt. Na? Gut, das soweit zu dem Herrn Eutmann. Und das soweit hier zu dem Bild, das ich nebenbei einblende. Und dann gehen wir mal in den Artikel hier. Mal eben gucken, wie lange die Aufnahme läuft schon. Ui, schon eine halbe Stunde. Naja, dann wird es wohl doch ein normales Video. Also, Motto der
des Flugplatz der Impfgegner wahrscheinlich. Die Mitwelt wird dich schmähen, aber die Nachwelt wird sagen, so hat's doch einer mit Luthers Wort gehalten, tritt frisch auf, tu's Maul auf. Friedrich Theodor Bischer. Luthers Sprüche haben mir immer gefallen, gefallen mir immer noch. Was mir nicht gefällt, ist, dass Luther heutzutage durch den Dreck gezogen wird und dass man immer Dinge findet, um ihn mies zu machen. Immer und immer wieder findet man Dinge, um ihn mies zu machen. Aber gut, da lasse ich mich nicht von beirren. Luther war auch nur ein Sünder, genau wie ich, der aber durch Gottes Gnade aus der römisch-katholischen Kirche errettet wurde und dafür gesorgt hat, dass die Deutschen die Bibel in ihrer eigenen Sprache bekommen. Und ich glaube, es gibt wenig Dinge, die diese Tat aufheben. Oder eigentlich gibt es gar nichts, was so schlecht sein könnte, dass das aufhebt. Fehler hatte er, natürlich. Katholisch war er bis zum Ende, natürlich. Kindertaufe, Maria-Anbetung, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Wir gehen jetzt in dieses Medizinermystik, in den stigmatisierten der Pockenimpfung vom 17. Jahrhundert Papier rein. Und wenn ihr hier und da Schreibfehler entdeckt, bedenkt bitte, der Gerold hat sich mit seiner Frau die Mühe gemacht, das für Hand abzutippen. Einer liest vor, der andere tippt. Also, das sind hier 12 Seiten. Also ich kann dem Gerald gar nicht genug dafür danken, was für wundervolle Arbeit er immer macht. Auf dem Ärztetag von Eisenach wurde am 12. und 13. September vom Jahr über Wegfall oder Fortbestand eines der größten Schandflecken unseres Jahrhunderts, des Glaubens an die Zauberwirkungen der Pockenstigmatisierung, Impfung genannt, beraten und vorläufig formell noch einmal zugunsten dieses Aberglaubens entschieden. Schon die Annahme einer entfernten Möglichkeit, als ob in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Kongress naturwissenschaftlich gebildeter ärztlicher Vereinsdelegierten ein Institut wie die Impfung, welches seinen geschichtlichen Ursprung auf einen Betrug auf eine Mutter-Gottes-Vision zurückführt, befürworten könne, musste jeden aufgeklärten Mann mit Trauer und Scham erfüllen. Die gelb angestrichenen Worte. Die Impfung hat einen geschichtlichen Ursprung, der zurückgeht auf eine Vision der, zwischen Anführungszeichen, Mutter Gottes. Also wir sprechen hier über die Himmelskönigin. Wir sprechen hier über die Maria, die, zwischen Anführungszeichen, heilige Jungfrau. Natürlich ist Maria eine, wie sagt man das jetzt, eine Heilige. Alle Heiligen in der Bibel sind, also ich sag mal so, die Heiligen der Bibel sind lebend. Also sie war vielleicht heilig während ihres Lebens, aber der Unterschied mit dem römischen Katholizismus ist, da sind die Heiligen alle tot. In der Bibel, nach dem Verständnis der Bibel, sind die Heiligen, die Gerechten, sind die Lebenden. Weil Jesus Christus ist der Gott der Lebenden und nicht der Gott der Toten. Das ist ein anderer Gott. Ja? Diese Mutter-Gottes-Vision, da haben wir ja in Himmelskönige mehr als genug drüber gesprochen, da geht es drauf zurück, da geht die Impfung drauf zurück, auf eine Vision eingegeben von der sogenannten Jungfrau Maria, das heißt von einem Dämon. So viel darf ich ja nun sagen. Die Leute, die dieses Video schauen, kennen ja meine Eva, eine für alle für eine Himmelskönigin-Lesungen, hoffe ich. Und wenn nicht, ja, dann schaut sie euch dringendst einmal an. Ganz, ganz wichtig. Und dieser einleitende Satz dieses Papiers hier von dem Herrn Eutmann finde ich bereits alles sagend. Da muss man als bibelgläubiger Christ gar nicht mehr viel weiterlesen, wenn man denn das bestätigt bekommt. Nun, die Geschichte, die der Eutmann hier anholt, wo wir noch drüber lesen werden, die ist auch in anderen Büchern verbrieft. Ich werde auch in der Zukunft wahrscheinlich noch ein Buch lesen, da kommt das auch noch drin vor. Ja? Also, es ist schon geschichtlich durch verschiedene Autoren festgehalten, dass diese Mutter-Gottes-Vision der geschichtliche Ursprung für die Impfung hier im Westen ist, wie wir es kennen. Es gab die Impfung auch früher schon, vor allen Dingen in Indien und anderen Ländern in Asien. Da lasse ich jetzt mal eben von weg. Aber es geht ja darum, wie das hierher gekommen ist.
Und deswegen finde ich diesen Satz sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen halt, wie gesagt, die gelben Worte. Die Impfung hat ihren geschichtlichen Ursprung aus einer Mutter Gottes Vision. Ja, fährt der Autor fort, für jeden, der die Urgeschichte und Entwicklungsgeschichte der Impfbetrügereien in ihren Einzelheiten studiert hat, muss es betrübend sein, dass eine große Anzahl auserlesener Ärzte, deren Mehrzahl sicherlich keine Ahnung von der Grässlichkeit und dem Schmutze des mittelalterlichen Impfspuks hat, über die Impfzaubereien überhaupt noch zu diskutierten und nicht vielmehr die Impferei durch Akklamation im Prinzip aus der Welt schafften. Wenn der nächstjährige Ärztetag nicht dem Impfglauben ein Ende macht, dann hat der ärztliche Stand eine Schlappe erlitten, zu deren Auswetzung ein Jahrhundert nicht mehr ausreichen dürfte. Schmutze des mittelalterlichen Impfspuks, da gibt es eine Fußnote. Und da sagt der Autor, ich führe den Impfunfug bis auf das 17. Jahrhundert zurück. Also das ist 1600 etc. Und betone hier das Wort mittelalterlich, weil jüngsthin ein Wiener Professor, Verfechter der Impfwunder, Dr. Becker nämlich, in einer dicken Schrift mich ob meiner Behauptung, die Impferei sei ein mittelalterliches Institut, der groben Geschichtsunkenntnis ziehe, also mit anderen Worten, er hat mir grobe Geschichtsunkenntnis vorgeworfen. Dem Herrn Dr. Becker ist unterdessen seitens der Kollegen als dem Hüter des Aberglaubens bei dem Kaiser von Österreich eine Verdienstmedaille erwirkt worden. Manus manum lavat. Oder, wie ihr das kennt, eine Hand wäscht die andere. Soviel zu der Fußnote. Die Lancet-Impfung, und das ist jetzt ein Einfug von mir hier, man bedenke die medizinische Zeitschrift The Lancet, die habe ich ja, glaube ich, auch schon bei Viruswahn und anderen Lesungen erwähnt, die gibt es ja heute noch, ja. Wo hat die denn ihren Namen her? Lancet-Impfung, The Lancet, das ist die Spritze, ja. Das ist das Einkerben oder Einspritzen in den Körper. Also, die Lancet-Impfung, wonach sich dann diese Zeitschrift, die es heute immer noch gibt, benannt hat, löste im 17. Jahrhundert, circa 100 Jahre vor der jännerschen Pfuscherei, die Hemdenimpfung, das Pockenkaufen des Mittelalters ab. Nun, in diesem zwischen Klammern gehaltenen Satz gibt es ein paar Dinge, die nicht ganz deutlich sind. 100 Jahre vor der jännerschen Pfuscherei, das heißt mit anderen Worten, das war Ende des 16. Jahrhunderts, da ging es um den Jänner, der damals die Impfung mehr oder weniger populär gemacht hat. Über den werden wir in der Zukunft in anderen Lesungen auch noch lesen. Wir werden herausfinden, was es damit auf sich hat. Die Hemdenimpfung, das verstehe ich nicht. Ich habe das aufgesucht in Google, also in der Suchmaschine. Ich habe da nichts zugefunden, was eine Hemdenimpfung ist. Das Pockenkaufen des Mittelalters, das ist natürlich mit anderen Worten, das muss man so verstehen, das Pockenkaufen. Ich erkaufe mir die Freiheit von den Pocken, genauso wie ich mir die Freiheit von Sünden erkaufe, durch einen Ablass zu bezahlen. Mit anderen Worten, wenn ich mich impfen lasse, dann bin ich von den Pocken los. Das ist im Grunde in kurz das, worüber es hier geht. Die Lancet-Impfung löste im 17. Jahrhundert, also 100 Jahre vor der jännerschen Pfuscherei, Entschuldigung, das ist dann 18. Jahrhundert, Jänner, ich dachte schon, 16. ist nicht, 18. Jahrhundert, 17. und, das Pockenkaufen des Mittelalters ab. Nachdem der Glaube an die Impfwunder und die körperliche Betätigung dieser Wunder im Deutschen Reiche einmal zum Gesetzeszwang erhoben worden, eines der größten Weltwunder für künftige Geschlechter, muss ich, um dem Arme des Staatsanwaltes auszuweichen, meine geschichtlichen Beweise für die Behauptung, dass die Pockenimpfung ihren Ursprung in einer angeblichen Muttergottesvision, in einer groben Betrügerei habe, in streng wissenschaftlicher Form, das heißt in der Ursprache der bezüglichen Geschichtsquellen, hier vorführen. Dieser lateinische Text soll zeigen, dass auch unser Jahrzehnt trotz seiner Selbstüberhebung noch das Zeug in sich hat, das Menschenmögliche im Aberglauben zu leisten. Und dass zwischen Mittelalter und 19. Jahrhundert im Aberglauben nur die Objekte verschieden sind. Nun, der Herr Eutmann hat das ja im 19. Jahrhundert geschrieben, rund 1886.
Und man kann hier das 19. Jahrhundert durchaus mit dem 21. ersetzen. Mit anderen Worten, das Menschenmögliche im Aberglauben zu leisten, sind wir immer noch möglich, und das zwischen Mittelalter und dem 21. Jahrhundert im Aberglauben nur die Objekte verschieden sind. Heute werden andere Dinge angebetet, aber es ist immer noch Aberglauben, Gegenglauben, nicht der Glauben der Bibel, nicht der Glauben an der Gott, der sagt, ich bin, der ich bin, der Elohim, der alles geschaffen hat, Jesus Christus, der jeden errettet. Nicht den Glauben, sondern ein Aberglauben. Und hier findet man auch teilweise die lateinischen Texte. Deswegen hier seht ihr das in der Anlage auch. Ich glaube, jetzt hier kann ich das machen. Hier seht ihr Hunc, Uctum und so weiter und so weiter. Seht ihr das hier? Das ist alles Latein. Also viel Latein da reingeschrieben. Das interessiert uns weniger, weil Latein können wir nicht. Aber wir haben ein paar andere Dinge, die wir besprechen wollen, und deswegen machen wir noch eben in dem Buch hier kurz weiter. In der Universitätsbibliothek zu Würzburg steht ein Quartband unter Med 9620, betitelt Mortem Opera Medica. Darin eine Dissertatio in Inoculationis Soi Transplantationis Variolarum Methodum ab Antledück bla bla. Also in Latein bin ich nicht so gut, aber eine Dissertation über die Inokulation und eine variolarische Methode, irgendwas transplantiert. So viel verstehe ich daraus. Aus dem Lateinischen jetzt eben. Hier kommt dann der lateinische Text unter der Überschrift Incitiones Variolarum Historia. Die Geschichte verschiedener Dinge heißt das. Und jetzt kommt der interessante Text, und das wird auch der letzte sein, den wir für heute lesen. Eine alte Hexe aus Thessalien, ne, Thessaloniki, der griechischen Kirche angehörig, orthodox, nicht römisch, aber katholisch, ein Weib, welches aus ihrem Vaterlande hatte fliehen müssen, führte in Byzanz die Pockenimpfung ein. Eine alte Hexe aus Thessalien führte in Byzanz die Pockenimpfung ein. Dieses schlaue, durchtriebene Weib verkündete, um ihre Impfkunst den dummen Menschen Ignaris Hominibus eindringlicher zu empfehlen, ihre Pockenimpferei sei ein tiefes, übernatürliches Geheimnis, welches um keinen Geldeswert zu kaufen sei, wiewohl die Impfzeremonie in ihrem Vaterlande Thessalien ein allbekannter Volksgebrauch war. Sie rühmte sich, es sei ihr dies wunderbare Geheimnis durch die Jungfrau Maria offenbart worden. Um diesen ihren Aussagen beim dummen Volk Ignaris Hominibus Gehör zu verschaffen, machte sie die Impfschnitte, die kleinen Impfwunden, nie anders als in Gestalt des Heiligen Kreuzes, Cruciatim. Dabei murmelte sie während der Impfoperation mit unterdrückter Stimme unverständliche Worte, als ob sie den Beistand der Heiligen Mutter Gottes auf ihren Impfling herabflehe. Nun, wir werden nächstes Mal damit fortfahren, diesen Absatz noch einmal zu wiederholen. Deswegen bespreche ich ihn jetzt erstmal. Weil ich meine, dass hier einige sehr, sehr wichtige Dinge sind, die wir mal kurz besprechen sollten. Darum folgendes. Sie rühmte sich, es sei ihr dieses Geheimnis durch die Jungfrau Maria offenbart worden. Nun, Jesus Christus sagt, alles wird jemals offenbart werden. Alle Dinge, die im Geheimen passiert sind, alle Dinge, die öffentlich passiert sind. Aber Jesus Christus war gegen Geheimnisse. Jesus Christus war dafür, dass alles offen sein sollte. Gott sieht alles, ob es im Verborgenen passiert oder nicht. Er sieht es, weil Gott ist allmächtig. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen, aber es gibt keine Geheimnisse, die man vor Gott also geheim halten kann. Warum sollte denn die Jungfrau Maria ein Geheimnis mit dieser Frau teilen? Das ist mal die erste Frage, die man sich stellen sollte. Ja? Weil wir sind ja nicht
Ignaris Hominibus, wir sind ja Menschen, die ein wenig denken und Fragen stellen. Dass jemand Fragen stellt, zeigt ja, dass er denkt und nachdenkt über das, was ihm gerade gesagt wurde. Also, erstens mal, kann die Jungfrau Maria dieser Frau überhaupt nichts offenbaren? Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, dann schaut bitte die Videos von der Eva, eine für alle, alle für eine. Und schon gar nicht ein Geheimnis, weil ein Geheimnis, warum denn? Dann wählt man sich die paar Leute aus, die man rettet, und den Rest lässt man krepieren oder was? Warum ein Geheimnis? Damit ich damit Geld verdienen kann? Also, das sind für mich Dinge, wenn ich das lese, dann weiß ich schon automatisch, von da brauche ich gar nicht weiterlesen. Das ist das, mit was ich meine, ich halte es an die Bibel. Was sagt die Bibel denn über Geheimnisse? Was sagt die Bibel denn über Lügen? Über Falschaussagen? Da habt ihr es doch. Und die Jungfrau Maria offenbart überhaupt nichts, weil die Jungfrau Maria liegt in ihrem Grabe und wird am Tag von Jesus Christus Zurückkunft auferstehen. Weil zuerst gehen die Gräber auf und die Gerechten in Jesus stehen auf. Und da ist die Jungfrau Maria bei, weil sie eine Heilige ist oder eine Heilige war, weil sie eben unseren Herrn Jesus Christus bekannt hat. Nicht nur geboren, sondern auch bekannt. Ja? Ein jeder, der das tut, ein jeder, der Jesus Christus bekennt, ein jeder, der akzeptiert, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und so weiter und so weiter und so weiter, ist ein Heiliger, während er lebt. Und wenn er tot ist, ist er tot. Aber wenn Jesus zurückkommt, dann werden diese Heiligen wieder zu Leben erweckt. Das ist die erste Auferstehung. Das sind diejenigen, die gleichzeitig mit denen, wenn Jesus Christus zurückkommt, am Leben sind und auch die Gerechten, die Heiligen in ihm sind, zusammen mit diesen ersten Auferstandenen aus dem Grabe auffahren werden in den Himmel und für immer da mit Christus sein werden, so wie es im 2. Thessaloniker, glaube ich, beschrieben steht. Jedenfalls gibt es verschiedene Stellen der Bibel, die sich damit beschäftigen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wissen ja, dass im 2. Thessaloniker Kapitel 2 geht es ja um die, geht es um den Antichristen, der offenbart wird, wenn derjenige, der jetzt im Weg ist, ausgeräumt ist. Da sprechen wir von den Cäsaren, den kaiserlichen Cäsaren. Dann ist Rom vom heidnischen in das päpstliche Rom verändert, aber es ist und bleibt Rom. Ja. Welchen Mantel es sich auch überzieht, es bleibt Rom. Es gibt nur vier ab der Zeit der babylonischen Gefangenschaft Königreiche auf dieser Erde, die die Welt regieren. Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Rom heidnisch, Rom päpstlich, aber Rom bleibt Rom. Und die Jungfrau Maria offenbart hier, wie gesagt, niemandem auch nur irgendetwas, weil die Jungfrau Maria liegt zu schlafen in ihrem Grab, wie jeder andere Tote auch, und wird von Jesus Christus erweckt werden am Tag seiner Wiederkunft. So einfach ist das. Sie machte Impfeinschnitte, die kleinen Impfungen, nie anders als in Gestalt des Heiligen Kreuzes. Also wir müssen uns hier, da, wir müssen daraus verstehen, sie machte die Einschnitte im Grunde wie ein Stigma. Das waren Stigmata geschnitten. Da kommen wir dann nächstes Mal drauf. Dann gehen wir ein bisschen mehr in das Detail, weil ich höre jetzt diese Lesung hier auf und werde dann das Video verarbeiten und heute Abend werde ich es veröffentlichen um 9 Uhr und dann schauen wir es uns gemeinsam an. Aber da gehen wir dann später nochmal drauf ein, aber ich wollte jetzt hier eben schon mal diesen wichtigen Punkt nennen. Die Impfung geht in ihrem geschichtlichen Ursprung auf eine Vision der Mutter Gottes zurück, also der Jungfrau Maria, die dieser Frau ein Geheimnis offenbart hat und die dann die Impfschnitte, also die Inokulationen, das sind nicht fünf Spritzen oder so, das waren Einschnitte, die man gemacht hat in den Körper, die Impfschnitte gemacht hat in der Gestalt des Heiligen Kreuzes, wie wir dann später noch erfahren werden, die Stigmata. Die Wunden Jesu Christi. Zwei in der Hand, zwei im Fuß und eine auf dem Kopf. Da geht es dann nächstes Mal drüber. Aber diesen Absatz wollte ich jetzt mit euch besprechen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr die später, wenn die Kommentare freigeschaltet sind in diesem Video,
in die Kommentare schreiben, dann kann ich da vielleicht nächstes Mal darauf antworten, weil ich ja diese Aufnahmen eigentlich um die Woche mache. Ja, ich hoffe, dass ich im Laufe der Woche oder spätestens nächsten Montag auch die Gelegenheit habe, dann die nächste Sendung hiervon aufzunehmen, weil ich möchte dieses Papier von dem Herrn Eutmann wirklich gerne mit euch besprechen. Aber wie gesagt, ich bin ja im Augenblick auch alleine hier, muss nicht nur für den Haushalt sorgen, sondern auch noch für die Hunde und hoffe, dass ich meine Mutter besuchen kann. Ich werde mich gleich mal erkundigen, wie es aussieht mit dem sogenannten Covid-Safe-Ticket, ob ich da rausgehalten werde aus dem Krankenhaus oder ob ich sie besuchen kann. Und ich möchte enden nochmal mit dem, ja, Aufruf möchte ich es gar nicht nennen, mit der Bitte zu beten für meine Mutter, dass alles wieder gut kommt, weil das Gebet eines Aufrichtigen kann viel bewirken und aufrecht ist man nur in Jesus Christus. Deswegen richte ich dieses Video auch ganz gezielt an meine Brüder und Schwestern in Jesus Christus. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hände. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere, das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er's so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren, er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben, der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestiftet. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen, mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott, mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns gewiesen. Darum wird er geprägt.
Geist, der ist das Unterfangen, der uns zum Erbteil ist gesandt, das Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben, von der Welt nicht verdorben. Dem Vater sei nun Lob und Ehr, der ewig bleibt und immer mehr, und ewig wird sein Name, sein Soß wir uns nicht schamen, der helf uns ewig, Amen.